In die Freiheit, Kollege. Ach du Scheiße. Scanner ist kaputt. Mein Scanner ist kaputt, ich muss es selber rausfinden. Inkompatibel. Kompatibel. Alter. Boah, ist das böse. Okay, wenn du nichts tust, dann entscheidet er sich selber. Ich versuche es erstmal anders, aber wenn ich keine Wahl habe, ne? Inkompatibel. Oh je, ein letztes Aufbäumen. Ach, das ist doch nicht wahr. Es kommt davon, wenn es so viele Modelle gibt, da sind keine Ersatzteile verfügbar. Na komm. Oh, okay. Puh.
schon. Wir setzen uns aber wieder zusammen. Du Scheiß. So, jetzt brauchen wir noch Augen und Ohren. Inkompatibel. Hey, dann hören wir wieder wenigstens richtig. Wir hören gar nichts mehr. Oh, vorher war besser. Alter. Alter, ist das laut. Ich brauche ein Auge. Wer von euch hat ein Auge? Leute, ich brauche ein Auge. Auge. Hoppala. Du Scheiße. Bildet sich die Haut direkt neu, Alter? Zeig mal. Also der Oberkörper ist schon wieder... Tja, hier endet dein Androiden-Dasein, wenn du nicht mehr gebraucht wirst. Der Scanner funktioniert wieder. Komm schon. Alle Tasten durch.
komm schon, noch ein Stück. So, da sind wir wieder. Jo, wir regenerieren uns komplett. Wie geil ist das denn? Krass. Oh, wir haben zwei verschiedene Augen jetzt. Echt jetzt? Okay. Du bist nicht mehr als Androide zu erkennen. Wow. Ich heiße Marcus. Was denn jetzt bitte? Hast dich wieder zusammengebaut. Markus ist von den Toten zurückgekehrt. So, dann wird jetzt auch Connor von den Toten zurückkehren, oder? Der wird ja wohl hoffentlich einen ordentlichen Reboot bekommen haben. Oder nicht? Oder wie oder was? Hallo, geht doch. Nee, irgendwas ist anders. Sag mir nicht, der Android träumt. Ja, dann müssen hier gleich elektrische Schafe durchs Bild hüpfen. Na, na, na? Träumen Androiden von elektrischen Schafen? Na, na? Was bist du? Das ist die Zwischenwelt, wo sie auf den Reboot warten. Ganz bestimmt. Hallo, Amanda. Ah, so eine schöne Idylle. Hallo, Amanda. Connor, schön, dich zu sehen. Dein Vorgängermodell wurde leider zerstört. Oh. Er wusste, dass Abweichler unberechenbar sind, aber er war unvorsichtig. Ich hoffe, du machst nicht denselben Fehler. Das habe ich nicht vor. Wenn ein Connor-Modell zerstört wird, wird sein Speicher ins nächste Modell übertragen. Aber einige Daten können dabei verloren gehen.
Vermeide eine Zerstörung. Das ist besser für dich und für die Untersuchung. Ich verstehe. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Er hätte alle dort töten können. Der vorige Connor hätte die Gefahr erkennen müssen. Kein bewaffneter Polizist hätte dem Abweichler so nahe kommen dürfen. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Ich würde sagen, er ist dysfunktional. Er hat offensichtlich persönliche Probleme, die sich stark auf seinen Beruf auswirken und hat anscheinend kein Interesse an der Untersuchung. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Ja. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Ich passe mich seiner Persönlichkeit an. Es dient dem Interesse der Untersuchung, dass ich Konflikte vermeide und mich auf seine Verhaltensweise einstelle. Hier sind wir so richtig Android, ne? Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den CyberLife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Führe die Untersuchung fort, wo der letzte Connor aufgehört hat, und mach dem ein Ende. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Okay. Dann starten wir mal neu. Und fangen neu an. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Mach ich. Finde Lieutenant Andersons Platz. Du hast... Lage in der Arktis spitzt sich weiter zu, seit gestern ein russischer Flugzeugträger auf ein US-Patrouillenboot gestoßen ist. Es wurden einige Warnschüsse abgegeben, die jedoch bei keiner der beiden Parteien zu Schäden führten. Dennis Riggs, der Verteidigungsminister, sprach von einer nicht hinnehmbaren Provokation, die eine Antwort erfordert. Die angrenzenden Länder, insbesondere Schweden und Kanada, forderten den sofortigen Rückzug aller Streitkräfte sowie eine internationale Konferenz. Bisher gab es keinerlei Reaktion aus Moskau oder Washington. Wir informieren Sie im Minutentakt über die aktuellen Entwicklungen. Okay. Da bahnt sich ein großer Krieg an. Ich bin auf der Suche nach Lieutenant Andersons Platz. Der Schreibtisch da drüben. Besten Dank. Dann weiß ich das schon mal. Aber ich kann mir trotzdem mal alles angucken. Warte mal, muss ich das so lange gedrückt halten, bis das da verschwindet? Nö, danach kommt es trotzdem wieder. Cool. Gefunden. Entschuldigung, wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12.
Okay. Danke. So ein Pennerkopf. Das finde ich cool. Oh, komm, wir setzen uns erstmal. Erkunde das neue Büro. Hi Schatz. Alles okay? Hör zu, du sollst doch diese Nummer nicht anrufen. Gestartet wird durchs Büro in Detroit. Was hört er denn so für Musik? Krachmusik. Sehr gut. Knights of the Black Death. Sehr cool. Oh, wen rufe ich da mal an? Hank Anderson anrufen. Hi, hier ist Hank. Ich bin gerade nicht da. Sie können eine Nachricht hinterlassen, aber warten Sie keinen Rückruf. Beep. Oder wie auch immer. Was haben wir denn da Schönes? Anti-Androiden-Parolen. Wir bluten nicht die gleiche Farbe. Wenn ich ignoriert werden will, rede ich mal mit der Ex-Frau. I don't care how I drive, ja. No more Androids, no more. Oh, lecker Donuts. Kalorien 452. Das wollen wir gar nicht wissen. Kalter Kaffee. Spuren von Koffein. Macht Sinn. Es ist Kaffee. Streichhölzer. Jimmy's Bar. Okay, Baseball-Fan. Detroit Police zerschlägt Red Ice Dealer Ring. Mehr als 50 Festnahmen im ganzen Land. Vorbildliche investigative Polizeiarbeit. Zum Lieutenant befördert. Jawohl, guter Mann. Neue Rekordmenge Red Ice in Detroit beschlagnahmt. Eine Tonne von diesem blöden Zeug. Guck mal, da hat er noch gute Haare. Also, kurze Haare. Also, die langen grauen sind auch cool. Da stirbt ihm weg. Kleiner Baum. Das ist nicht gut. So, die Tasse mit Koffein haben wir schon. Okay, wo ist Hinweis Nummer 8? Hier, der Stuhl. Hundehaare, Bernardina. Ach was. War ein hervorragender Polizist. Ist er vielleicht immer noch? Hallo, Lieutenant. Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Gott, gestern hattest du eine Kugel im Kopf. Mein Vorgänger wurde bedauerlicherweise zerstört. Aber Cyberlife übertrug seinen Speicher und schickt mich als Ersatz. Der Vorfall sollte die Untersuchung nicht behindern. Oh, Scheiße. Hank! In mein Büro!
Ich komme einfach mal mit rein. Jeden Tag landen 10 neue Androidenfälle auf meinem Schreibtisch. Einzelne Vorfälle gab es schon immer. Einer alten Dame kam der Hausandroid abhanden und so ein Mist. Aber jetzt kommen Berichte über Überfälle und Morde rein, wie der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur Cyberlifes Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. Cyberlife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage. Und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay. Okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen. Und die ist eh schon dick wie ein scheiß Roman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese scheiß Dinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf. Ich hab jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich, ich bin beschäftigt. Tja, klare Ansage, ne? Och, wir werden noch beste Freunde. Ja. Ich freue mich sehr, im Team zu sein. Ich versichere Ihnen, dass ich mein Bestes... Mach die Tür hinter dir zu. Einen schönen Tag, Captain. Das wird so ein richtiger Buddy-Movie hier, die beiden. Da kriegen wir noch hin. Bring den Fall voran. Wo ist er denn hin schon wieder abgehauen? Aufs Klo, auf. Da sitzt er und schmollt. Wir gucken uns mal nochmal eben schnell das Büro an. Hier war da gerade noch was. Hallo? Ach hier. Ah, ich bin dran vorbeigelaufen. Die drei Gesetze der Robotererziehung. Familienleben war niemals leichter. Als Cyberlife seine Kinderbaureihe herausbrachte, war die Öffentlichkeit skeptisch, eine Familie zu kaufen. LED abnehmbar, kein Hunger, keine teure Betreuung, keine neuen Kleider. Okay. Dass die Teenagerjahre auslässt und keine Collegegebühren kostet. Und man geht keine lebenslange Verführung. Das ist ja. Also. Denk da mal kurz drüber nach. So, och, jetzt habe ich keine Lust mehr, dann tust du es wieder weg. Alter, was stimmt da nicht? Nicht. 10 Milliarden Menschen. Russische Truppen sich umgehend aus der Arktis zurückziehen, hat russisch Präsident Nevadov nun geantwortet. Nein. Gehört alles mir. Okay. Ich verstehe, dass die Zerstörung meines Vorgängers für Sie unangenehm war, Lieutenant. Ich werde mein Möglichstes tun, damit sich das nicht wiederholt. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Hey. Wie dem auch sei, ich möchte sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue. Wir werden sicher ein tolles Team. Er ist begeistert. Er ist total begeistert.
Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Okay. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen? Ja. Ja. Es gibt einen. Okay, gut. So weit, so gut. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. Wir müssen uns ja gerade mal ein bisschen gut stellen, ne? Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an Ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt Ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Er heißt Sumo. Weil er ein dicker Bernardiner ist? Was? Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Sehr merkwürdig. Ich frage mich, kommen Sie eigentlich immer um diese Zeit ins Büro? Stellt schon wieder eine dumme Frage. Ich komme, wenn ich komme. Jetzt hör auf zu nerven, okay? Okay, das hat jetzt nichts bewirkt. Ich dachte, er kann uns jetzt wieder nicht leiden. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Ja, dann connecten wir uns mal. So. Gordon Lopez ist vermisst. Ich habe seinen Androiden wie immer zu Hause gelassen. Ah, ohne Befehl verlassen. Angegriffen, der als Kellner bei der Restaurantkette Fast Coney Dogs gearbeitet. Angesprungen. Mehrere Räume verwüstet, bevor er geflüchtet ist. Berichtet von unerklärlichem Verschwinden eines Sex-Androiden. Und ist nie zum Club zurückgekehrt. Unbekannt. Manfred. Ah, Karl Manfred, laut Aussage ist eine Auseinandersetzung zwischen Sohn und Hausandroiden. Und wurde vor Ort von den Polizeibeamten zerstört. Gewaltsam von einem Hausandroiden angegriffen worden zu sein. Anzeichen Gewalt. Ja, genau. Genau. Du blöder Sack, hast uns bei der Polizei angezeigt. 243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend einen Menschen angegriffen. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Scheiße.
Ich verstehe, dass Sie persönliche Probleme haben, Lieutenant. Aber Sie müssen nach vorne schauen. Und hey, sprich nicht mit mir, als ob du mich kennst. Ich bin nicht dein Freund und brauche deinen Rat nicht, okay? Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant, tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl angegriffen hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Das Labor sagt, das Zeug wurde geschnitten. Also dann statten wir Kara einen Besuch ab, ne? Shit. Prozent haben wir geschafft, okay. Kenne deinen Partner. Henker deine neue Spur. Sehr gut. So, ich würde sagen, ich mache erstmal kurz ein kleines Päuschen. Oh, bis jetzt sehr geil, ich mag das Spiel. Wenn ich nicht allzu viel rede, dann liegt es daran, weil ich echt in der Story bin und die echt viel reden und die Grafik einfach Bombe ist. Sehr coole Story bis jetzt. Alle drei sind wieder da, weiter geht die Geschichte. Ich dachte echt, ich hätte Markus und Connor verloren, aber gut. So geht's weiter, wunderbar. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmerunde von Detroit Become Human wieder. Vielen Dank, bis dahin.